Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Dragon Quest Monsters und der dunkle Prinz. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dragon Quest Monsters. Ja, beim letzten Mal haben wir uns im Kolosseum ein bisschen mit den hiesigen Monstern gekloppt und heute wollen wir die Synthese erlernen. Darauf freue ich mich schon die ganze Zeit. Weil jetzt werden wir die richtig krassen Monster bekommen. Oder zumindest krasser als zuvor. Dafür muss ich in den Keller gehen, hieß es. Heyo. Hallo Junge, wie kann ich dir helfen? Synthese. Invertierte Suche. Du kannst bestimmte Bedingungen für die Synthese festlegen, zum Beispiel die Art des Monsters, das du erschaffen möchtest, und dann die Monster, die als Grundlage benutzen willst. Ja, wir wollen zwei Monster synthetisieren. Ich würde sagen, wir nehmen Sunny einmal. Achte auf vorgeschlagene Elternpaare mit einem in Gold gerahmten Porträt, denn sie sind etwas ganz Besonderes. Es gibt diverse ziemlich ausgefallene Kombinationen zu entdecken, aber du kannst deine Chance verbessern, sie zu finden, indem du möglichst viele verschiedene Monster anwirbst. Da haben wir die Nachkommen. Ich würde gerne, wenn jemanden nehmen, der gerade nicht im Team ist, aber die sind gerade alle noch nicht Level 10. Mehr Infos bitte. Ich will ja gucken, was ich mir hier zusammenbastel. Das würde es nicht so wirklich bringen. Kai und Sunny würden, wenn nur diesen Drachen da geben. Den Frittierer. Der würde sich nicht lohnen. Was können denn die hier? Jetzt auch nicht unbedingt die besten Fähigkeiten. Oh, hier hätten wir einen Schleimpilz. Oder einen Softeisspuk. Ich verbinde die beiden und mache mir den besseren Heiler hier. So, die Eltern werden bestätigt. Man kann bis zu drei Begabungen auswählen, die mit rübergenommen werden. Nehmen wir die gute Fee mit. Weisheitsverstärker. Oh, die gute Fee, brauchen wir die überhaupt? Ich finde, den Rowdy brauchen wir nicht. So, und ich packe mich mal aus dem Bild für die erste Synthese. Wollt ihr die ganze Sequenz sehen? Sunny wurde zu einem Muschelschleim. Könnt ihr noch ein bisschen weiter gucken mit der Synthese. Ich könnte natürlich auch erstmal alle anderen, die ich habe, einfach mal auf 10 hoch trainieren. Hier könnten wir uns einen richtigen Drachen holen. Oh, das wäre ein richtig guter Healer. Der Gremlin. Der hat gegen alles was. Kann ich ihn auch mit jemand anders zusammen machen? Ja, mit dem, mit unserem Stacho. So, den Sanitäter nehme ich mit. Das nehmen wir mit. Und dann noch die windige Klinge. Das Gute ist auch, auf diese Art und Weise kann ich mir auch die ein oder andere Anwerbung sparen. Nachteil ist dabei natürlich, dass sie dann wieder auf Level 1 sind. Also ich sollte nicht alle synthetisieren. Ich brauche auch noch ein paar zum Kämpfen. Verbinde dann die beiden noch. Dann nehme ich mir nämlich noch den Drachen hier mit. Ich nehme das Drachenherz, den Kritzfan und den Knisterfan.
Haben einen neuen Kai. Ich könnte den Gockel zwar noch mit dem Pilz kreuzen, aber das würde uns nur schaden statt helfen. Wie gesagt, ich gucke, dass ich die zwischen den Folgen sollten zumindest auf Level 10 kriege, dass ich die alles für Synthese nutzen kann. So, ich würde einfach sagen, die drei, die wir jetzt dazu bekommen haben, die kriegen jetzt auf jeden Fall hier erstmal Ausrüstung. So, ich habe den Level 1er jetzt mal auf die Bank geschickt, damit ich zwei im Team habe, die anständig kämpfen können. So, der Muschischleim. Schleime, die schraubenförmige Häuserspitze finden. Diese schlapprigen Abenteurer hören nie auf zu wachsen. Darum sind sie immer auf der Jagd nach einem neuen Gehäuse in der idealen Größe. Okay, hier haben wir den Pteranodon. Diese Flugechsen sind so ungemein anpassungsfähig, dass sie schon seit Urzeiten existieren. Tatsächlich werden sie in den ältesten Schriftstücken erwähnt, die jemals gefunden wurden. So, und hier der Gremlin. Monster, die nichts mehr lieben, als sich über Menschen lustig zu machen. Sogar in ausweglosen Situationen treiben sie ihn lieber Schabernack, als um Gnade zu betteln. Sie haben ihre Prinzipien, ne? Ja, die Synthese ist halt mega praktisch, ne? Aber es hat halt den Nachteil, alle gehen auf Level 1 zurück. So, dann schauen wir uns jetzt aber das neue Gebiet an. In den Laden, da gucke ich ab sofort übrigens Oskin erst einmal rein, ob es sich überhaupt lohnt. Also, ja. Momentan könnte ich mir eh nichts kaufen. Okay, Kreis des Zorns, Unterrang. Still, that's hardly surprising with all this barren terrain and lava everywhere. Your first task should be becoming the big hitter here, so you can befriend a few monsters. Perhaps some of the locals might point us in the right direction. Ja, das wäre wahrscheinlich die einfache Methode, hier alles anzuwerben. Erstmal hinter dem Gebäude gucken. Da haben wir auf jeden Fall einen neuen Kameraden. Und zwar einen Schatten und einen Feuergeist. Oh, ich habe noch auf Autokampf. Aber sollte eigentlich nicht sonderlich schlimm sein. Ich bezweifle, dass sie beide tot kriegen. Außerdem will ich ja sowieso den Schatten. So, nehmen wir das Monstermampf. Anwerben. Die kriege ich. 20%. Ich sag doch, ich krieg dich. Also wenn ich den nicht trimm, taufe, wen sonst? Welches Level haben die denn hier? Das kann ich an dem ja sehen. Oh, Level 11. Also kann ich die ich hier hole, auch direkt synthetisieren, wenn ich will. Gut zu wissen. So, da gammeln ja auch noch die Feuergeister. Haben auch einen in diesem Kampf, also passt schon. So, Angriff. So, ich gebe ihnen jetzt gerade die herzhafte Haxe mal. Ja, Sunny macht halt überhaupt keine Prozente, weil der halt noch Level 1 ist. Der Drache, der hat wenigstens so ein bisschen Power. Okay, Feind ist wütend.
dann macht fertig. Ja, nicht den. Jetzt darf ich den erstmal im Turm wiederbeleben. Kai hat erstmal ein paar Level-Ups gemacht. Ah, der Feuergeist schließt sich uns wenigstens so an. Ja, ich wollte ihn ja sowieso haben. So, ich taufe dich Blaze. Und da gehe ich jetzt erstmal Sunny beleben. Aber vorher, ich sehe hier allein schon von der Karte, dass hier irgendwas ist. Laut Jahreszeit. Sehen tue ich aber nichts. Am besten wäre, wenn wir Sunny auch nochmal hochtrainieren. So, Feind wurde besiegt. Und beide sind Level 5, die ich hochtrainieren will. Sogar der ganz unten, der Gremlin. Boah, haben die viele Punkte. Ja, wenn hier ein bisschen investieren, ne? Ich investiere mal ins Drachenherz ein bisschen. Da investiere ich. Und dann hole ich mir noch den Untotentöter als nächstes. Ich gönne dir noch die Naturzerstörer und danach investiere ich hier nur noch in den Sanitäter bei dir. Oh, bei dir lohnen sich die ersten beiden Fähigkeiten definitiv. Was ist denn der Todesverweigerer eigentlich? Also vor Tod ist dann ein bisschen immun. So, Punkte vergeben. Wie viele von den lokalen Viechern haben wir denn bisher? Okay, die zwei haben wir ja gerade eben im Turnier kennengelernt. Stimmt, die ich gerade habe, könnte ich mal eben kurz vorlesen. Oder wisst ihr was, Leute? Wo ich jetzt gerade hier mal so an der Stelle bin. Ich glaube, ich lasse mal endlich auch mal ein bisschen die Kameraden auf meinen Schultern vorlesen. Also, den hier lasse ich Noir vorlesen und den anderen lasse ich Trim vorlesen. Endlich darf ich wieder was vorlesen. Der Feuergeist. Niemand weiß, wie diese Monster entstanden sind. Manche glauben, sie wären ein Produkt des Feuerzaubers Fauch, andere halten sie für die Seelen Verstorbener, die ein brennendes Verlangen nach Rache mit ins Grab nahmen. Ich bin stolz auf dich, dass du dieses Monster nach mir benannt hast. Ich hätte dasselbe getan. Der Schatten. Diese Monster wurden angeblich in den Tiefen einer unergründlichen Dunkelheit geboren. Sie sind talentierte Nachahmer und können sogar ihr ureigenes Erscheinungsbild vergessen, wenn sie zu lange das eines anderen annehmen. So, da konnten die beiden ja dann ja auch mal was sagen nach langer Zeit. Im Prinzip müsste ich aber erstmal meine 2-3, die synthetisiert wurden, jetzt erstmal ein bisschen hochtrainieren. Ich habe übrigens das Gefühl gehabt, dass selbst wenn die in der Koppel sind, so ein bisschen XP ansammeln. Weil zum Beispiel den Komodo und so weiter hatte ich ja nicht dabei. Die habe ich, glaube ich, so ab Level 5 schon weggepackt. Und die, die ich ja weggepackt hatte, die waren ja gerade eben trotzdem Level 9. Also ich glaube wirklich, dass die in der Kuppel auch XP sammeln. Hier passiert doch bestimmt was zu irgendeiner anderen Jahreszeit. Die Maulwürfe kennen wir schon. Hier in der Ecke ist doch bestimmt was. Also abseits wie das ist. Ach, diese Lebenssamen, die könnte ich eigentlich auch verwenden, ne? Ich habe hier so ein paar Sachen bekommen. Auch Weisheitssamen. Ich meine, 3 Lebenssamen waren noch in einer Kiste in der ersten Ebene versteckt. Die habt ihr aber nicht gesehen. Die war aber relativ nah am Anfang.
Das sollte ich mir aber auch für später aufheben. Halt so eher so Endgame. Da unten sehe ich schon mal einen neuen Gegner. Die Schatten sind übrigens Rang F. Holen wir uns den Doktorschleim da unten. Ihr könnt eventuell richtig geile Fähigkeiten haben. Herzhafte Haxe an ihn anwerben. Das hier ist Dr. Sunny. Ich muss in deine Begabungspunkte noch reingucken. Da, weil ich dachte mir schon, der hat zum Beispiel hier auch Wiedergeburt. Und da werde ich komplett reinskillen. Bei ihm will ich dann für eine Synthese nutzen. Definitiv. Da sehe ich die Lampen. Die hatten wir ja gerade eben in der Arena einmal. Ich mache einfach mal kämpfen. Einer wird schon überleben. Ich glaube, der Link hat mir eingesteckt. Prozent. Er ist nur irritiert. So, ich habe jetzt eben kurz nach Angriff sortiert, dass ich den meisten Angriff habe. Er hat ja viel gebracht. Beim dritten Versuch. Zum Glück wurde es nicht wütend. Ich nenne dich Leuchi. Was kannst du denn so schön? Ich sehe auf jeden Fall schon den Fauch-Fan. Du kannst auch Feuerfähigkeiten lernen. Bist du besser als das Feuer? Ja, der ist besser als das Feuer. So, ich muss ja noch vorlesen, ne? Der Doktorschleim. Diese weichherzigen Schleime können nicht untätig zusehen, wenn jemand Hilfe braucht. Angeblich reist einer von ihnen durch die Welt und träumt davon, ein Mensch zu werden. Das ist ein schöner Traum. So, und der Lampling. Diese glühenden Geister wohnen in Laternen, die von ihren Besitzern weggeworfen wurden. Sie erschrecken ganz... Und hier der Lampling. Diese glühenden Geister wohnen in Laternen, die von ihren Besitzern weggeworfen wurden. Sie erschrecken gerne arglose Abenteurer, die sich nachts in ihr Revier verirren. So, dann mal bei der. Ich halte natürlich auch schon nach neuen Gefährten, ne? Wir sehen ja an dem Häkchen, wen wir alles schon haben. Die Hälfte hier haben wir tatsächlich dann sogar schon. Ich denke mal, mehr Gegner sehen wir erst mit der nächsten Jahreszeit. Oder sehe ich auf jeden Fall schon mal das Symbol, dass ich dahin will. Ach, im Frühling, also jetzt gerade, wird dieser Bereich aufgesprengt. Dieser winzige. Ein Stück Rauchfleisch. So, Training hier eben kurz abgeschlossen. Und wieder ein paar Begabungspunkte. Es bringt mir den Sandsturm. Oh, Genauigkeit verringern. Guck mal, dass ich da drumherum gehe. Ich das, wenn erst beim nächsten Mal triggern will. Wenigstens kriege ich gut XP.
Bisher habe ich gemerkt, dass die Schatten am meisten geben. So, ich will extra hier drumherum. Aber ich will hier an das Teil, bevor da zu ist wegen Jahreswechsel. Hey, hier ist einfach nix. Du siehst aus, als ob du stark sein könntest. Aber nicht zu stark. Ein Heißluftdrache. Bitte nicht umbringen. Ja, genau das haben sie getan. So, den Kampf haben wir bestanden. Aber eigentlich wollte ich den Drachen anwerben. Naja, wenigstens habe ich noch mal ein paar Begabungspunkte für Sunny. Kann er die Mega-Stärkung bald lernen. Barrieren und Blocken ist bestimmt auch gut. Ah, diesmal hat's geklappt. Ich taufe dich Baloni. Was kannst du denn so? Penken klingt schon richtig gut. Ja, Penken klingt nicht nur gut, ist auch gut. Investiere ich direkt alles drin. Ah, okay, das macht den Materialviechern gut Damage. Die will ich eigentlich in der Truppe haben. Weil Peng ist richtig gut. So, dann stelle ich mich jetzt aber hier in eine Ecke. In der Hoffnung, von nichts getroffen zu werden. Und sag hier dann für heute, dass es das dann war. Ich hoffe, dass ihr alle Spaß beim Zusehen hattet. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.